Hi, ich bin mal wieder draußen unterwegs, mal wieder in den Bergen und ich zeige euch heute die 7 besten Ausflugsziele in den Bayerischen Alpen. Also viel Spaß beim Zuschauen! Es geht ganz schön tief runter überall. Wie laut das hier auch einfach immer ist, weil das Wasser so eine Kraft hat. Wir legen direkt los mit einem besonders märchenhaften Ort. Da war ich erst vor kurzem unterwegs und ich war wirklich fasziniert, wie das einfach auch so farbenfroh da erscheint. Eine richtig schöne Szenerie vor Ort und es lohnt sich da auf jeden Fall die Kamera mitzunehmen. Also schaut euch eines der schönsten Schlösser an. Der bayerische König Ludwig II. Liebte das Mittelalter und träumte sich in diese Zeit. Also erbaute er sich ein Märchenschloss. Wie eine Fata Morgana erhebt sich das Schloss Neuschwanstein aus dem Allgäuer Voralpenland. Am spannendsten ist es, sich der Burg allmählich auf einer Wanderung zu nähern. Dazu startet ihr am Alpsee, der zu den kältesten Badeseen in Bayern gehört. Anschließend führt der Weg durch die Pöllertschlucht vorbei an Gumpen und Wasserfällen, weiter über die Marienbrücke bis zu diesem Aussichtspunkt am Tegelberg. Von hier habt ihr eine sensationelle Aussicht von oben auf das Schloss und über die umliegende Bergwelt, über Füssen, über Schwangau bis hin zum wunderschönen Fochensee. Traumhaft schön ist auch der Anblick dieses Bergsees. Der untere Gaisalpsee ist ein beliebtes Wanderziel in den Allgäuer Alpen. Die Wanderung dahin ist mittelschwer und führt im unteren Teil über einen idyllischen Wasserfallweg. 2 bis 3 Stunden solltet ihr für die Tour einplanen. Da liegt der untere Gaisalpsee vor uns. Der zählt ja nach dem Schrecksee, glaube ich, zu den schönsten Bergseen im Allgäu. Und ihr könnt euch auch vorstellen, warum der liegt da so ebenmäßig drin. Dahinter ragen diese imposanten Felswände nach oben. Und hier auf der anderen Seite donnert ein Wasserfall in der Tiefe. An diesem Wasserfall sind im Winter auch Eiskletterer zu finden. Und das in der Höhe, gell? Wer trittsicher ist, kann weiter über den oberen Gaisalpsee bis hinauf zum Nebelhorn oder auf das Rubihorn in knapp 2000 Meter Höhe aufsteigen. Auch für unseren 5. Platz solltet ihr trittsicher sein. Es geht hinauf zur Kampenwand im Chiemgau. Schon von Weitem ist der gezackte Gipfelgrat sichtbar. Von unten geht es dann aber erstmal durch den Wald und später über weitläufige Almwiesen nach oben. Schon hier habt ihr eine tolle Fernsicht. Das letzte Stück der Bergtour ist schroff und geröllig. Da müssen hin und wieder sogar die Hände zur Hilfe genommen werden. Insgesamt werden 850 Höhenmeter überwunden. Wenn ihr aber dann oben am Gipfel steht und den Blick über die Chiemgauer Alpen gleiten lasst, ist die Anstrengung schnell wieder vergessen. Versprochen. Das zählt für mich definitiv zu den besten Wanderungen in den Bayerischen Alpen. Die Aussicht da oben ist einfach phänomenal. Und wir springen jetzt von den Chiemgauer Alpen nach Oberstdorf ins Allgäu. Dort gibt es nämlich die tiefste Schlucht in Deutschland. Kilometer lang ist die Breitachklamm. Sie führt von Oberstdorf im Allgäu bis ins benachbarte Kleinwalsertal in Österreich. Die Breitach hat sich hier ihren Weg bis zu 150 Meter tief in den Felsen gegraben. Bei einer Durchwanderung der Schlucht ist die immense Kraft des Wassers hautnah spürbar. Es wartet ein einzigartiges Naturschauspiel, wenn ihr den schmalen Weg entlang geht. Nur wenig Tageslicht dringt nach unten. Deshalb ist es im Sommer angenehm kühl in der Klamm. Im Winter erschafft die Natur hingegen beeindruckende Kunstwerke aus Eis. Nur bei Hochwasser und während der Schneeschmelze ist die Breitachklamm nicht zugänglich. Ansonsten gilt, unbedingt besuchen. Der Rötbachfall ist mit einer Höhe von ca. 470 Metern der höchste Wasserfall Deutschlands. In 2 Hauptstufen stürzt er fast senkrecht in die Tiefe. Wer dieses Naturschauspiel sehen möchte, muss mit dem Schiff über den Königssee fahren.
Wir fahren ja nicht nur mit dem Boot, weil das so schön gemütlich ist, sondern weil man die Ausflugsziele, die wir erreichen möchten, gar nicht so gut zu Fuß erreicht. Der See ist ja so ein bisschen fjordartig, sprich, es geht überall so steil direkt nach oben hinter der Wasserlinie und dadurch führen da kaum Wanderwege irgendwie am Seeufer entlang. Und wer hier Bootsführer sein will, der muss nicht nur gut Boot fahren können, sondern der muss auch noch musikalisch sein, denn wir sind an der berühmten Echowand vorbeigefahren und da muss der Bootsführer sich dann hinstellen, mit der Trompete pusten und ein Lied spielen und dann kommt ein Echo zurück. Nach der Bootsfahrt sind es dann noch etwa 4 Kilometer zu Fuß, bis ihr den Rötbachfall in seiner vollen Pracht bewundern könnt. Im Frühjahr zur Schneeschmelze führt ihr übrigens das meiste Wasser. Wie ein Adlerhorst liegt die Tegernseer Hütte eingebettet zwischen Rossstein und Buchstein mitten in den bayerischen Voralpen. Besser könnte die Lage kaum sein. Von der Sonnenterrasse auf 1650 Meter Höhe habt ihr einen sensationellen Blick über die umliegenden Gipfel. Im Sommer könnt ihr in der Tegernseer Hütte sogar übernachten. 40 Schlafplätze gibt es im Obergeschoss und die wurden im Zuge der Brandschutzarbeiten im Jahr 2020 renoviert. Für die Tour solltet ihr etwa 5 Stunden hin und zurück einplanen und es müssen knapp 900 Höhenmeter überwunden werden. Die beiden Gipfel sind aber nicht nur bei Wanderern, sondern auch bei Kletterern sehr beliebt. Rund um die Tegernseer Hütte gibt es über 30 Kletterrouten bis in den 8. Schwierigkeitsgrad hinein. Das ist einer meiner Lieblingsorte in den Alpen, um es sich so richtig gut gehen zu lassen. Einfach auf der Sonnenterrasse zu sitzen, ein bisschen zu entspannen und die Aussicht zu genießen. Richtig aussichtsreich geht's aber jetzt auch mit dem letzten Platz weiter. Wir stehen nämlich schon davor. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht schon erkannt. Da der Alpsee und dort oben, na, die Zugspitze. Im Wettersteingebirge erhebt sich Deutschlands höchster Berg. Der Gipfel liegt in einer Höhe von 2962 Metern. Der Weg nach oben ist einfach, denn die Zugspitze ist von insgesamt 3 Bergbahnen erschlossen. Eine hochalpine Welt aus Gletscher, Eis und Schnee wartet auf euch. Da ist auch gleich das Highlight zu sehen. Da ist nämlich das Gipfelkreuz der Zugspitze. Da standen wir ja schon oben im Sommer. Gibt es auch ein Video, das verlinken wir euch oben in der Ecke. Könnt ihr einfach mal draufklicken, wie cool hier dieser Aufstieg war. Und es ist eigentlich ganz ungewohnt, dieses Plateau hier so leer zu sehen. Normalerweise sind hier Menschen, Massen, die hier diese Aussicht genießen. Aber vielleicht haben sich viele durch das vermeintlich schlechte Wetter im Tal abschrecken lassen. Aber ihr seht es ja auch, da unten hängen die Nebelschwaden. Von unten wirkt es also alles trist und düster heute. Und hier oben blicken wir einfach darauf. Und es sieht richtig cool aus. Da hinten liegt übrigens München, da kommen wir her. Im Winter kann man auf dem Zugspitzplatt übrigens auch Skifahren. Insgesamt gibt es 20 Pistenkilometer. Ansonsten solltet ihr unbedingt ins Panorama-Restaurant einkehren. Vor allem die Rinderroulade ist sehr empfehlenswert. Und wie hat es euch gefallen? Und was sind noch eure Ausflugstipps in den Bayerischen Alpen? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich bin ganz gespannt darauf. Ansonsten freue ich mich, wenn es euch gefallen hat. Zeigt mir das durch ein Gefällt mir oder drückt sofort auf Abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!